Was für der Hungerbühler. Heute echt aus dem Schild. Der schaufelt sicher schon seit 2 Stunden wild. Der, der sonst Gartenarbeit in der Nähe geschochen, sehe ich im Garten aussen ganz verbissen lochen. Wie der seine Schaffenskraft heute emsig offenbart. Das ist doch sonst gar nicht seine Art. Schüch zum Gartenhag, wo uns sonst drin. Und sag ironisch, so häng ich ihn gar nicht hin. Was echt die Ursache sei, die ihn dazu bringe, dass er im Morgengrauen schon der Bickel schwingt. Sein Kopf ist 14 Gügel rot. Der Rex ist Schäferhund, sein Schäferhund sei tot. Zwetschgenbäumli, neben der Rose, wo er liegt. Sieh mit der Rex, mir hat's nicht geglaubt, heute bellt er nicht. Wir werden seiner künftig Liebe voll gedenken. Sein Tod wird uns in Zukunft milde Nachtruhe schenken. Ich drück meinem Nachbar, lieben Nachbars Beileid aus und still begibe ich mich wieder zurück ins Haus. Glaub ich, dass ich mich da täusch. Vom Garten raus höre ich gerne noch das gleiche Geräusch. Wie hat sich echt der weiter Arbeitsfluss entwickelt, dass Hungerbühler dann noch schaufelt und noch pickelt. Doch jetzt staune ich den doch. Der grabt wirklich, wirklich schon am dritten Loch. Frag ich mit leiser Ironie, was auch der Grund sei für seine grosse Energie. Er braucht ein Loch, sagt er, wo so einen Hund mag fassen. Und in die ersten 2, die im Grund der Rex nicht passen. Die ersten Löcher sind die beiden leider zu klein. Er hofft, ins dritte passt der Rex. Jetzt hat er drei. Thank you.